Und jedes Mal, wenn ich eine Fahrt mache nach Santa Catarina, dann fühlt mein Herz irgendwie so anders. Ihr wisst warum, ja? Heimat hat man eben nur einmal. Die Heimat kann man nicht verpflanzen nach Mato Grosso oder nach Goiás oder nach Paraná. Die bleibt da, wo man aufgewachsen ist. Und bis zu meinem 17. Lebensjahr gehörte ich mit meinen Eltern eben hier zum grauen Pikmasum. Kann das niemals mehr vergessen. Das Tal do Vale do Itajaí. Wenn ich zurückdenke, damals war Ibirama für uns noch ein Obergrau, eine große Stadt. Wir haben noch manche Beziehungen, manche Leute leben noch, die uns damals, die sich damals sehr verdient gemacht haben. Herr Carlos Papst, den habe ich eben begrüßt mit seiner lieben Gattin, sowie andere Personen. Hier möchten wir euch Grüße übermitteln von unserer Kooperativsleitung aus Pikmasum, Paraná. Von unserer Gemeinschaft dort, hier nach Ibirama. Und ich möchte sagen, wenn wir hier sind, als Schüler, als Lehrer, kommen wir nach Hause. Diese Kinder hier, das sind die Schüler, sind Kinder von Eltern, die dort an Pikmasum am Grauen oben geboren sind. Ja, das heißt, die bereits in Paraná geboren sind, aber deren Eltern sind dort aufgewachsen. Heute überall, immerhin auf der Reise wurde gefragt, wo haben meine Eltern gewohnt? Und meine Eltern. Wir kommen also nach Deutschland. Da geht es uns so, wie der Dichter sagt. In meine Heimat kam ich wieder. Es war die alte Heimat noch. Freunde, wir glauben, es ist schön, wenn man Brücken schlägt. Brücken schlägt von einer Gemeinschaft zum anderen. Von einem Ort zum anderen. Wir sind ja doch schließlich Deutschstämmige. Unsere Väter, die haben vielleicht mal gemeinsam als Nachbarn in Rüben in Germanienland gewohnt. Und deswegen denken wir, ist es schön, wenn von einer Schule zu anderen, von einem Ort zum anderen wieder Brücken geschlagen werden. Brücken des Verständnisses, Brücken der Freundschaft, das tut so wohl. Wir hatten etwa vor 15 Jahren oder mehr eine Theatergruppe aus Ibirama bei uns in Litmasum. Ich weiß heute noch, der Leiter, das war Herr Idika. Stimmt das? Ja. In der Brasilpost konnte man es lesen vor einigen Jahren, dass er gestorben ist. Wir trauern um ihn. Aber wir sind heute hier. Und wir laden euch ein. Kommt, besucht uns mal in Pikmasum. Das tun wir doch, nicht wahr? Seid ihr dafür? Also lasst es mir da machen. Aber kommt nicht alle auf einmal. Thank you.
das Feuer, wenn sie kommt. Singen ja, ja, hippie, hippie, hey. Singen ja, ja, hippie, hippie, hey. Was ist denn?
war ein richtiges Tier gesehen. Guck mal, da ist einer. Braucht aber keine Angst zu haben. Der tut dir nichts. Außerdem musst du dich daran gewöhnen. Denn in Amerika wirst du viele Stiere sehen und viel wilder. Die muss ich dann mit Nase fahren. Mach ich das hier schon mal über?